Seid ihr herzlich willkommen. Ein Wochenorakel bis 16. Januar. Diese Karte, der Anker, bedeutet angekommen zu sein, verankert fühlen, sei es in die Liebe oder die Wohnort oder die Arbeit. Was diese Karte, der Anker, symbolisiert bei Lunomart-Karten, das ist Beruf, Berufung. Nimm diese Schlüssel in Hand und sei selbstsicher. Du möchtest gerade irgendwo angekommen zu sein, aber weil diese Karte Beruf, Berufung auch bedeutet, hier triffst du berufliche Entscheidungen. Dieser Turm kann sein, dass du gefangen fühlst im Arbeitsplatz und suchst eine neue Richtung, oder hat das mit Ämtern was zu tun. Das kann auch Finanzamt auch sein. Und hier brauchst du diese Schlüssel, diese selbstsicheren Auftreten, und mit diesem Schlüssel kannst du dieses Tor öffnen. Das sind die Chancen, die Möglichkeiten, kannst du nämlich etwas verbessern. Dein Herzensmann erscheint hier im Bild und diesem steinigen Weg entspricht seinen Gedanken. Aber er schließt das ab, weil dieser Sarg beendet diese Schwierigkeiten. Was dieser Sarg eventuell noch bedeuten kann, eine erbschaftliche Lage, und dieser Turm dann ist das Gericht und dieser Weg wird schwierig sein. Wenn du eine Dame bist, dann erscheinst du hier im Bild und dieser Berg entspricht deinen Gedanken, die Sorgen, die Probleme, etwas, was dich bedrückt, aber du kannst hier ganz locker das umgehen. Und diese Schwierigkeiten beendet diese Sarg. Was euch beide betrifft, hier ist die Liebe, was euch verbindet. Und dieser Schiff, die Hoffnung, aber auch eine Seelenreise, eine seelische Verbindung. Eventuell eine gemeinsame Reise oder kann auch bedeuten, dass dieser Mann von Ausland kommt. Hier ist das Weg noch steinig, aber in der Zukunft blüht hier etwas auf, weil kommt eine Wende, kommt Veränderung. Und das zeigt hier auch dieser Kreuz, weil euren Schicksalswegen haben sich gekreuzt. Ihr habt eine karmische Liebe. Was dieses Kreuz noch bedeuten kann, euren Glauben an diese Liebe. Und ihr habt hier die Sonne, die Anziehungskraft. Das ist die Energiefeld gerade, eine starke Liebesenergie. Was dieses Kreuz noch bedeuten kann, ihr seid in eurem Lebensweg gerade bei dieser Kreuzung und ihr werdet neu orientieren. Ihr überlegt dann, in welche Richtung soll das weitergehen. Geradeaus, zurück, links oder rechts. Dieser Baum hat auch eine wichtige Bedeutung, weil das, was euch auch hier verbindet, verwurzelt zu sein, angekommen zu sein, genauso wie dieser Anker das auch darstellt. Ihr werdet euren Platz finden im Leben und das wirkt auf die Beziehung. Ihr fühlt das so, endlich angekommen zu sein, und das trägt hier auch Früchte. Was dieser Baum noch bedeuten kann, die Gesundheitsthemen, das steht auch im Vordergrund. Und das ist gerade auch die Energie, kann auch die Berufung sein. Oder an euren Liebe kommt gerade die Heilung. Wo vorsichtig sein soll, weil hier liegt auch die Falschheit, das ist die wohnliche Umgebung oder die Familie. Jemand beobachtet euch nicht korrekt, dir gegenüber oder ihm gegenüber,
Und dieser Mond kann Mutterthemen sein oder die Gefühle, dass ihr werdet das auch empfangen und spüren. Aber zum Glück erscheinen hier die Mäuse. Und im Kartenlegen sagen wir, dort wo die Mäuse sind, die fressen etwas auf und dann ist das nicht mal da. Diese Falschheit geht zu Ende, weil die Mäuse das entfernen. Also so direkt werdet ihr das gar nicht empfangen. Dieser schlaue Fuchs kann aber auch warnen, wenn du gerade Entscheidungen treffen möchtest bezüglich auf ein Immobilien oder bei Familienthemen. Und das kann auch Mutterthemen sein, weil das ist vielleicht nicht die richtige Entscheidung oder nicht der richtige Zeitpunkt. Oder die Mutter ist falsch und beobachtet dich. Kann auch sein. Aber bleib im Vertrauen, weil die Zukunft liegt hier. Und dein Lebensweg oder euren gemeinsamen Lebensweg ist es hier kein Hindernis mehr. Und hier blüht etwas auf, hier ist auch die Liebe und dieses Schiff verspricht die Hoffnung und kommt alles in fließender Bewegung, reinigt sich etwas und bekommst du auch eine gute Nachricht. Und das gibt dir Kraft und Lebensenergie, kommt endlich alles in eine fließende Bewegung. Und dazu möchte ich sagen, Vertrauen, das Fluss des Lebens. Und ich wünsche dir einen schönen Woche, alles Gute und alles Liebe.